Das ist doch alles ein Blödsinn. Wissen Sie, diese permanente Stigmatisierung mit Rechts und Nazi und wer weiß was, nützt übrigens Ihnen und Ihrem Anliegen, das ich ja durchaus verstehe, überhaupt nichts, weil es eine Inflation inzwischen ist. Ein Mädchen, was blonde Zöpfe hat, Eltern sind Nazi. Familie, die im Wald spazieren geht, sind Nazi. Es ist heute alles Nazi, was Sie Nazi nennen wollen. Was Herr Habeck dort sagt, und da kann ich nur noch mal sagen, und das müssen wir historisch sehen, soll sich zurückversetzen auf den Gründungsparteitag seiner Partei, für die er steht. Und da waren die Gewalttäter, die Polizisten in den Tod getrieben haben und gesteinigt haben an der Startbahn West. Ich habe es selber erlebt. Ich war als Reporter da in Bruckdorf, in Wackersdorf. Sie können das alles nennen. Dann haben Sie heute die Klimakinder, die sich da festkleben, die offen erklären, die Demokratie sei ihnen viel zu langsam, weil es die Welt ginge jetzt unter und da könnten sie nicht erst auf Abstimmungen warten und sie distanzieren sich nicht davon. Das heißt, die Stigmatisierung dieser paar Bauern in Schlützil, und ich kenne nun Schlützil, da fahre ich so oft mit der gleichen Fähre nach Gröde, nach Hoge, nach Pellworm, wunderschön. 8 Dorfpolizisten waren da. Daraus machen wir jetzt eine Staatsaktion. Was mir nur leid tut an der ganzen Geschichte, ist A, sie inflationieren durch die Stigmatisierung, das sei gewalttätig, nämlich ihr Anliegen und nicht das Anliegen der Bauern. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir immer sofort diese Keule haben, das, was uns nicht gefällt, ist rechts, dann kann ich nur sagen, ich habe jetzt eben eine wunderschöne Rinderroulade gegessen in meinem wunderbaren Föhrenhof in Elmau. Da habe ich den Koch kommen lassen und sage, können Sie garantieren, dass dieser Bauer mit diesem Rindfleisch nicht demonstriert hat? Und wenn er demonstriert hat, dass er nicht rechtsradikal ist? Und wenn er rechtsradikal ist, kann ich das Fleisch nicht mehr essen? Das ist doch Wahnsinn. Lass die Bauern doch demonstrieren. Und Sie haben völlig recht in dem, was Sie sagen. Und der Umweltgedanke, das gleiche Geld, was den Bauern jetzt genommen wird, 164 Millionen Euro für diese Dieselsubvention, hat die Bundesregierung gestern in Luxushubschrauber, da müssen Sie doch aufschreien, die kaufen also neben Ihnen das Geld weg und kaufen für die gleiche Summe Hubschrauber. Ja, aber das gibt's doch alles gar nicht. Die Bundesregierung hat leider Gottes auch sie hat ja zurückgerudert beim Agrardiesel und hat das Geld übrigens beim Naturschutz abgezogen. Darüber rege ich mich in der Tat immens auf. Richtig. Weil die Tiere, die da jetzt nicht geschützt werden, die können jetzt nicht protestieren. Die marschieren aber nicht. Aber vielleicht bleiben wir nur ganz kurz. Herr Habeck hat es ja wohl ganz bewusst Umsturz gesagt. Umsturz hat er also gesagt. Es gibt die Idee, dass Umsturzfantasien sind, dass die Proteste der Bauern unterwandert werden, dass man nicht genug drauf schaut, dass sie nicht unterwandert werden. Ich möchte werden. Ja noch mal was zu den Bildern, Bildern sagen. Also dass der Herr Habeck, der hat natürlich Bodyguards dabei. Also der hat da, denke ich, keine Angst gehabt. Aber da waren natürlich auch normale Urlauber. Die hatten, denke ich, schon Angst. Ich habe die Bilder auch gesehen, wenn da demonstriert wird, wenn der Feuerwehrkörper. Also ich finde es nicht angemessen, muss ich sagen. Natürlich, bei einer Demonstration kann es mal laut werden. Aber wie gesagt, die Grenze ist Gewalt. Und die andere Grenze aus meiner Sicht ist die Verächtlichmachung des demokratischen Systems. Und ich war jetzt nicht bei dieser Fähre, aber ich war zum Beispiel im Brandenburger Tor bei der ersten Demonstration, weil ich dachte, das schaue ich mir einfach mal an. Habe auch mit ein paar Leuten geredet. Ich kannte auch Leute, die da waren. Und natürlich, das sind schon auch, natürlich vereinzelt, aber das sind schon auch verfassungsfeindliche Symbole, Hakenkreuze gezeigt worden von einzelnen der Fahrer. Das sind immer Einzelne, aber das ist natürlich, wie bei jeder Demonstration, es gibt Ordner, der Organisator ist verantwortlich dafür, dass sowas nicht passiert. Ob das eine Klimademonstration ist, eine Atomdemonstration oder eine Demo der Landwirte. Und der Deutsche Bauernverband, das ist das Problem, der hat da teilweise seine Leute auch nicht mehr im Griff. Und ich sag Ihnen mal, warum. Mhm. Weil er ganz, ganz viel an Legitimation verloren hat. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber der Herr Ruckwitz, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, sitzt in 8 Aufsichtsräten, wird überall bezahlt. Der repräsentiert nicht die Kleinen. Richtig, 160.000 Euro. Zusätzlich, der wird vom Deutschen Bauernverband auch bezahlt. Und CDU. Und das sind nicht die Repräsentanten der kleinen Landwirte. Genau das. Das ist das Problem. Aber bleiben wir nur trotzdem noch dabei. Sie sagen,
die Ordner müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Die Ordner einer Demonstration, die angemeldet ist, und der Organisatoren können natürlich gleichzeitig nicht die Aufgaben der Exekutive übernehmen. Es kann niemand, der zu einer Demonstration aufruft, garantieren, dass sich nicht in diese Demonstration Leute mischen, die damit nichts zu tun haben, die das kapern wollen. Wenn es dort zum Beispiel zu verboten, wenn dort verbotene Symbole gezeigt werden, dann ist es doch wohl Aufgabe der Exekutive und der Polizei, sich damit auseinanderzusetzen. Schauen Sie mal, bei der zweiten Demo, die jetzt nach Weihnachten stattgefunden hat, da waren die nicht mehr da, weil der Deutsche Bauernverband erkannt hat, so geht es nicht. Das schadet auch dem Ruf der Landwirtschaft, wenn sich jetzt rechtsradikale Kader darunter mischen, die es ja sehr, sehr gezielt machen, die diesen Unmut auch kapern. Wie gesagt, den Unmut kann man nachvollziehen und das riechen die Leute ja und sagen, ja, hier... Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass Sie das so differenziert sehen. Ich will nur einen Satz sagen. In Dresden hat es ja Folgendes gegeben. Da haben die Bauern die Demonstration angemeldet. Gleichzeitig haben die Freien Sachsen eine Demonstration angemeldet. Ich will die jetzt nicht beurteilen, sondern Folgendes sagen. Der Innenminister von Sachsen, CDU-Mann, Herr Schuster, der Ihnen bekannt sein muss als der, der bei der A-Flut geschlafen hat als Präsident des Bundeskatastrophenschutzes, hat diese beiden Demonstrationen genehmigt. Das heißt, jeder, dem es um... Der wusste, was passieren wird. So, genau das ist es. Das heißt, die Politik, in dem Fall CDU, hat bewusst in Kauf genommen, dass sich in Dresden diese beiden Gruppen vermischt haben. Davon hören Sie aber nichts in den Medien, sondern es heißt dann, die Freien Sachsen haben die Bauerndemonstration übernommen. Dabei waren es zwei getrennt genehmigte Demonstrationen. Und ich bin dankbar, dass Sie da nicken. Weil, verstehen Sie, der Staat macht sich doch langsam lächerlich, indem er, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, stigmatisiert eine bestimmte Gruppe. Und da verstehe ich die Bauern, dass die sagen, das lassen wir uns nicht bieten. Deswegen wird es eskalieren. Aber ich denke mal, es geht jetzt ja gar nicht nur um die Bauern. Denn wenn es nur der Agrardiesel wäre, glaube ich nicht, dass sich die gesamte oder ein Großteil der Bevölkerung so solidarisieren würde, weil es gab ja schon oft Bauerndemonstrationen. Was eher mich sehr nachdenklich macht, und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, ist, dass es immer mehr, was nämlich wirklich ins Rutschen gekommen ist, um den Herrn Habeck zu zitieren, ist, dass man immer mehr das Recht der Versammlungsfreiheit und der Demonstrationsfreiheit in Frage stellt. Und das wird Sie überraschen, aber da bin ich auch bei den Klimaaktivisten. Ja? Denn ich denke, jeder, der die Regeln einhält, der eine Demonstration anmeldet, und sie muss ja nicht genehmigt werden, sondern sie muss ja nur angemeldet werden. Es ist nicht Aufgabe des Staates in einer liberalen Demokratie, inhaltlich zu unterscheiden, wer darf jetzt demonstrieren und wer nicht. Zu sagen, ja, Corona nein, Klima ja, Bauern ja oder nein oder was auch immer. Ja. Ich kann auch für lila Strumpfhosen demonstrieren. Ja. Das ist ein Recht. Und hier schleicht sich so ein bisschen ein. Und es kam auch in diesen Wortmeldungen jetzt wieder. Und wir hören das immer wieder in den letzten Jahren. Naja, also das hat schon alles seine Grenzen. Nein. Wenn eben keine Gewalt ausgeübt wird oder es nicht absehbar ist, ja, nur ein reiner Verdacht, dass vielleicht könnte, dass sich irgendwelche Elemente drunter mischen, die vielleicht gewalttätig sein wollen, das genügt nicht. Ja. Wenn natürlich bei einer, ich sage jetzt einmal, autonomen Demo man schon absehen kann, dass die Randale machen wollen, Schaufenster einschlagen und Autos anzünden und das jedes Jahr, das ist eine andere Sache, da kann man schon nachdenken. Aber dieses Recht hat der Staat nicht, sondern er muss es gewährleisten, dass die Bürger ihrem Unmut Luft machen können und dürfen. Und das ist übrigens auch ein gutes Ventil, denn das soll ja auch Gewaltprävention sein. Ja? Also wenn ich mich darüber lauthals beschweren kann, dann greife ich dann womöglich nicht zu anderen. Herr Kaiser, wenn es dann passiert und dort und da ist es passiert und man kann wohl auch nie verhindern, dass es passiert, dann wird gefordert, dass man sich distanziert, auch jetzt, dass sich die Bauern distanzieren von Teilen, die sie das kapern wollen oder da mitmachen und das sagen, in eine andere Richtung bringen, da sind Sie auch der Meinung, da muss man sich dann distanzieren? Selbstverständlich, das wurde auch von den deutschen Kollegen gemacht. Ich finde es nur schade, dass wir jetzt so lange drüber sprechen, über diese wirklich nicht einmal einen Promille derer, die sich da drunter mischen und wenn da jemand Symbole zeigt, die nicht in Ordnung sind, ist das auch zu verurteilen. Nur es ist egal, mit wem man in Deutschland spricht, angefangen von der Polizei, die sagen,
selten so disziplinierte Demonstrationen gesehen. Es waren über 100.000 Traktoren, mehrere 100.000 Menschen aus der kompletten Mittelschicht. Halbe Million. Also von den Spediteuren, Bäckern, sämtliche Handwerker und solidarisieren sich mit den Bauern so ein bisschen nach dem Motto, zuerst sind es die Bauern und dann die ganze Mittelschicht. Aber es geht ja dann eben nicht nur, Sie haben schon recht, ne? Also das eine Promille, es geht ja dann nicht nur um diese Sache, sondern der FDP-Chef zum Beispiel und Finanzminister Lindner, der sagt ja, die Proteste sind insgesamt für sich, nicht nur, weil sie gekapert werden, möglicherweise dort oder da von Rechtsextremen, unangemessen. Tja. Und sie sollten umkehren. Das gibt's doch alles gar nicht. Es, Demokratie ist das. Das Problem der deutschen Bundesregierung ist das, dass sie seit Jahren, vor allem jetzt die Ampel, den Bauern einfach nicht einmal mehr zuhören. Also die Bauern sind verzweifelt und hatten jetzt gar keine andere Wahl, als diese Maßnahmen zu setzen. Herr Peromanovic, jetzt auch die Diskussion darüber, was geht und wo ist Gewalt und welche Form des Protestes kann man noch akzeptieren. Sie haben vorhin gesagt, schade, jetzt reden wir nicht über die Anliegen der Bauern, sondern über die Art und Weise, wie sie protestieren. Das kennen wir ja auch umgekehrt von den Aktionen der Klimaaktivisten, wo man auch fragt, ist es jetzt okay, wenn die das jetzt nicht nur noch kleben, sondern sich auch irgendwie mit Beton vermischen. Also ganz kann man das ja nicht weglassen, weil die Art des Protestes gibt ja doch auch einen inhaltlichen Hinweis, wenn man so will, auf die Gesamthaltung der Demonstrierenden. Und man hat schon den Eindruck, dass das, was jetzt passiert und dass diese Proteste von den Bauern, also dass sich die Organisatoren möglicherweise schon ein bisschen was von den Klimaaktivisten abgeschaut haben. Also was beide auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass sie verstanden haben, dass Protest in der Mitte der Gesellschaft stattfinden muss, damit er überhaupt wahrgenommen wird und damit er am Ende politisch wirksam sein kann. Mhm. Das hat sowohl die letzte Generation verstanden, die ja eine Abfolge ist von ganz viel Klimaprotest, der immer schön fröhlich an Sonntagen früher stattgefunden ist. Ich bin da jahrelang mitgelaufen, dann hat es irgendwann mal nicht mehr ausgereicht. Dann haben die Fridays for Future gesagt, nee, wir müssen das an einem Wochentag machen, wir müssen dafür die Schule streiken. Dann ist das etwas mehr wahrgenommen worden. Und als das nicht mehr ausgereicht hat, ist das jetzt so in extremer Form abgeleitet worden, dass man sich tatsächlich auf die Straße setzt und sagt, wir blockieren hier den Alltag der Menschen, damit unser Anliegen endlich wahrgenommen wird. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die ich jetzt mit den Bauern oder der letzten Generation sehe. Ich würde sagen, ein Unterschied sind auch die Zustimmungsraten in der Bevölkerung zu den beiden Formen des Protestes. Das ist auch interessant, Frau Walterskirchner-Hahne hat schon erwähnt, also 69 oder 81 nach unterschiedlichen Umfrageinstituten der Deutschen haben Verständnis für die Bauernproteste, obwohl das ähnlich zu Behinderungen, Verkehrsbehinderungen führt, wie die Aktionen der Klimakleber oder der Klimaaktivisten. Naja, Und die Zustimmungsraten sind doch sehr unterschiedlich, ne? Ich würde vielleicht ganz kurz, bevor Sie sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn die Bauern jetzt anfangen, das regelmäßig zu machen, Tag für Tag, Woche für Woche und auch Aktionen, die vielleicht über das Blockieren hinausgehen, zum Beispiel mit dem Traktor ans Brandenburger Tor fahren, ne, und das beschädigen. Ich glaube, dann würden die Zustimmungsraten dazu auch nach unten gehen. Also zu Deutsch, das, was die Klimaleute machen, würden die Bauern dann übernehmen. Denn das ist doch gar nicht zu vergleichen. Die Blockierung von Rettungsgassen, dass in Berlin Ärzte nicht in den Operationssaal kommen, dass Operationsschwestern nicht im Stau stehen und nicht in die Charité kommen, dadurch Menschen sterben und umkommen. Diese Geschichten machen die Demos jetzt auch. Das machen die Bauern nicht. Also diese Geschichten, wenn man ein bisschen die Nachrichtenlage verfolgt hat, gab es auf jeden Fall. Wo? Bei den Bauern? Natürlich. Ja, natürlich. Na, ach, bei den Bauernprotesten, da hieß es ja zum Beispiel auch, dass sie jetzt eigenständig... Wo denn? Wo haben die Rettungsgassen blockiert? Das möchte ich jetzt wirklich mal wissen. Nein, das war ja eine angemeldete Demo. Das ist ja auch nicht zu vergleichen mit der letzten Generation, die sich irgendwo hinsetzt. Na, aber, also, können Sie es doch nicht vergleichen. Nein, was aber bei einigen Demos wohl stattgefunden hat, das ist so laut, wenn man sich in den sozialen Netzwerken oder auch einzelne Mediennachrichten angeguckt hat, dass die Bauern zum Teil, was heißt die Bauern, die Organisatorinnen an einigen Stationen, dass die zum Teil eigenhändig kontrolliert haben, ob das sich jetzt um Gesundheitspersonal handelt und ob diese Person jetzt weiterfahren darf oder nicht. Ja, ist doch wunderbar. Ja, aber das ist eine gewisse Anmaßung. Da gibt der Staat sein Gewaltmonopol etwas aus der Hand, wenn die Demonstranten anfangen, nach Belieben zu entscheiden, ob jemand einen anderen. Hier geht es um Leben und Tod. Der Staat gibt ja auch ein bisschen sein Gewaltmonopol aus der Hand oder entledigt sich dessen, wenn er sagt, die Veranstalter müssen jetzt garantieren, dass sich keine Elemente
Elemente drunter mischen, die quasi verdächtig sind. Und soweit ich das mitbekommen habe, auch dann quasi eine Art Haftung sollen sie dann auch übernehmen. Dann frage ich mich, wer wird dann auch eine Demonstration organisieren, wenn ich dann persönlich hafte und womöglich dann eingesperrt werde, wenn sich da irgendjemand drunter mischt. Also die Verantwortungshierarchie ist bei Demonstrationen immer so. Nein, aber das ist schon klar. Aber Ansprechpartner, der ist erstmal für die Funktionsweise verantwortlich. Aber die Haftungsfrage, dass es halt dann strafrechtlich relevant ist, liegt. Mein Beruf ist Hartnäckigkeit. Ich bleibe bei meiner Frage, die mich in dem Kontext wirklich interessiert. Ja. Woher kommen die unterschiedlichen Zustimmungsraten? Ja. Also ich denke mal, das war eigentlich wirklich ein Kunststück, ein negatives Kunststück der Klimaaktivisten, weil man eigentlich ja ständig überall nur Klima hört und das, die Angst vor dem Weltuntergang ja schon breite Bevölkerungsteile erreicht hat, akut. Und da fand ich das schon sehr spannend, dass sie es geschafft haben, in kürzester Zeit eigentlich sehr viele gegen sich aufzubringen, weil die eigentlich das Anliegen an sich ja teilen. Mhm. Und ich denke schon, das hat damit zu tun, dass eben die Regeln des Protests nicht eingehalten wurden, dass eben zum Beispiel nicht angemeldet waren. Und das hat ja einen Grund, warum man Demonstrationen anmelden muss. Weil eben damit die öffentliche Sicherheit nicht über die Maßen gefährdet wird. Also dass es zwar unangenehm ist, aber nicht gefährlich. Und wenn man halt diese Regeln nicht einhält, dann muss man halt damit rechnen, dass es halt dann auch irgendwie Gegenwind gibt, beziehungsweise Widerstand. Wobei ich fand es auch ein bisschen ungerecht, ja. Weil, wie gesagt, der Protest an sich ist legitim. Den in Frage zu stellen, das halte ich für nicht in Ordnung. Aber kann es sein, jetzt gebe ich selber einen Antwortversuch, kann es sein, dass die Unterstimmungs- und die Zustimmungsraten auch deswegen so unterschiedlich sind, weil das, was jetzt bei den Bauernprotesten passiert, was da mitschwingt, auch die anderen Berufsgruppen, die mitmachen, mal irgendwie das Anliegen breiter erscheint, als das der Klimaaktivist. Also ich denke auch. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oh ja, ich glaube schon, weil ich ehrlich gesagt, ich wundere mich jetzt aus österreichischer Perspektive schon lange, warum die Deutschen sich diese Regierungsvorhaben, die man so mitbekommt, so lange hat gefallen lassen. Also allein wie die Idee war, dass man die Leute quasi ihre eigenen Häuser delogiert, nur weil sie irgendwelche Sanierungsmaßnahmen nicht machen können. Ich meine, das ist ja dann so nicht gekommen. Aber ich meine, allein solche Ideen zu haben, das destabilisiert klarerweise, das macht massiv Zukunftsängste. Und dass die Menschen das Gefühl haben, also wir sind überhaupt nichts wert. Ja, die fahren unser Land an die Wand, dass sich dann Protest regt, hat mich überrascht, dass jetzt die deutsche Bundesregierung davon überrascht ist. Ja, Sie sehen das anders. Jetzt sag ich, das sehe ich jetzt nicht unbedingt anders, weil ich sage jetzt ungern was zum berühmten Heizungsgesetz der Bundesregierung, weil wenn ich nichts Nettes sagen kann, sage ich besser gar nichts. Das ist sozusagen nicht das Prinzip unserer Sendung, dass man nur nett ist. Das habe ich schon verstanden, aber ich versuche jetzt hier den netten, konstruktiven Part zu spielen, aber auf eine Sache wollte ich schon hinweisen, weil das Anliegen des Klimaschutzes wird hier weiter sehr, sehr breit getragen. Sagen übrigens alle Umfragen, und das sagen alle Umfragen auch, dass die Leute auch sehr, sehr unzufrieden damit sind. Gerade die Leute, die diese Regierung gewählt haben, dass die Regierung so wenig im Klimaschutz zusammenkriegt und dass sie das, was sie dann sozusagen vorne aufbaut, mit dem Hintern wieder einreißt. Also ich glaube, es gibt hier jetzt keine Klagen darüber, dass die Regierung zu viel im Klimaschutz macht, sondern dass sie es einfach schlecht macht. Das ist das Problem. Aber es ist doch wir reden ja eigentlich über Phänomene und Probleme der öffentlichen Wahrnehmung. Vielleicht ist es so, dass die Regierungsparteien, vor allem die SPD und die Grünen, die Anliegen der Klimaaktivisten sehr unterstützen und die Bauern eigentlich ihre parteipolitische Unterstützung eher bei der jetzigen Opposition haben. Und ist die große Zustimmung zu den Protesten der Bauern letztendlich nichts anderes als eine Ablehnung der Regierung? Ich glaube, es sind jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Dinge zusammengekommen in der Gesellschaft. Wir hatten die Pandemie, die hat viele Leute wirklich schwer getroffen, wirtschaftlich, aber auch psychologisch. Also zum Beispiel gerade Eltern mit Kindern. Wir haben die zwei Kriege, also gerade denn in der Ukraine. Es sind 2 Millionen Ukrainer nach Deutschland gekommen. Und das ist eine wahnsinnige Belastung. Deswegen sind die Leute auch nicht mehr so stressresistent. Und sag mal, diese Zumutungen, die jetzt mit dieser Haushaltskrise jetzt noch kommen, da braucht man sich nicht wundern, dass die Leute darauf dann auch allergisch reagieren. Und dazu kommt eine Regierung, wo man ja merkt, wir sehen jetzt auf dem Bild die 3 Ampelfarben und diese 3 Farben sind sich bei nichts einig. Also dass diese 3 Parteien bzw. die Chefs dieser Parteien nicht in der Lage sind, Erwachsene sich mal hinzusetzen und die Probleme gemeinsam zu lösen, weil die Regierung ist ja für was gewählt. Die ist dafür gewählt worden, das Land zu modernisieren, der ganze Stillstand, die Deutsche Bahn, was schon gezeigt wird, so als Symbol, die Digitalisierung,
der Klimaschutz. Es gibt ganz, ganz viele Baustellen. 16 Jahre Angela Merkel, das war ja Politik in Zeitlupe. Da ist viel liegen geblieben und man hatte schon so das Gefühl, jetzt ist eine Zeit des Aufbruchs und jetzt geht's voran. Nur es ist teilweise so schlecht gemacht, erstens. Und zweitens, was die Leute überhaupt nicht wollen, die wollen, dass die Politik die Probleme löst und nicht, dass sie die ganze Zeit streiten.